So Leute, hallo und herzlich willkommen hier. Wir sind natürlich wieder, wie ihr sehen könnt, in Slender und ich werde mich jetzt erstmal daran ransetzen, dass wir endlich diese verfuckten 8 Seiten bekommen. Ne, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, weil gruselig ist das Spiel an sich so eigentlich nicht. Beziehungsweise ich weiß nicht, warum ich mich da erschrecke. Aber ich meine, ja, Option, alles okay. Hier können wir noch ein bisschen rumschrauben. Extras, keine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Alles mit den Extras hier wollen wir nicht wissen. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen auf Start. Was zum... Verdammte Scheiße! Wo bin ich hier gelandet? Okay, das mit dem vertief dich nicht ins Spiel... Ja, das stimmt dann wohl hier. Was soll denn die Scheiße? Sammle alle 8 Seiten, um dein Leben zu retten. Na toll. Schönen Dank. Slender Real Life, meine Freunde. Mittendrin bin ich. So, dann holen wir uns erstmal die erste Seite, ne? Denn wenn wir die nicht holen, dann sind wir tot. Und das ist auch nicht schön. Always watch no eyes. Ja, ich nehme dich mal mit, du. Komm einfach mit. So. Erste Seite haben wir. Das ist doch schon mal ein guter Schritt, um weiter zu überleben. So, wir schauen mal. Aber, dass ich die Cheat-Konsole öffnen kann, damit habt ihr... Was zum... Error... Wader Mod Loading... Was soll die Scheiße? Na toll. Error und irgendeinen Scheiß-Mod geladen. Können wir aber doch nicht bescheißen, aber... Ja, okay. No. Oh, okay, so fühle ich mich auch gerade, aber das ist die zweite Seite. Die nehmen wir da mal mit, glaube ich. Oh, hoffentlich kommt der Slenderman nicht. Cool, die Seiten muss man, wie es aussieht, nur wegwerfen. Ich muss sie gar nicht aufheben, dann schmeiße ich sie einfach weg. Klappt auch. So, dann schauen wir uns doch nochmal. Okay, nee, da sind wir fall... was zum... Waren das gerade Menschen? Wie buggy ist das Spiel? Verdammte Scheiße. Ich will nach Hause. Nee, so, dann schauen wir mal, ob wir... Ja, genau, machen wir die Funzel aus. Das ist besser so. Obwohl, nee, wenn ich mir recht überlege... was war das? Okay, ich glaube, wir machen die Funzel lieber wieder an, ne? So, wo ist denn jetzt mein Licht? Ich sehe es gerade... Ah, okay. Wow, also... Das Spiel richtig zu spielen ist ja noch schlimmer als sonst. Okay, wenigstens die nächste Seite haben wir. Forever Alone. Okay, das ist mein Lebensmotto. Forever Alone. So, hoffentlich kommt der Slenderman nicht nochmal. Der sah mir so ein bisschen komisch aus. Aber... So. Was zum... Nee, okay, dich brauchen wir nicht. Oder war das jetzt... War da jetzt... Zum Teufel mit dir. Kannst verschwinden, kannst dich abmachen. So, mal schauen. Okay, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Wir finden die nächsten Seiten. Hier ist bestimmt noch eine, oder? Nee, okay. Hier also auch nicht. Schauen wir einfach mal, wo wir die nächste Seite finden. So, ganz ruhig. Ich höre da überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Gut. Keiner da. Wir können weiterlaufen. Okay. Hier muss doch irgendwo die Seite sein, verdammt nochmal. Hier, Baum, du hast eine Seite für mich. Das merke ich. Leave me alone. Lass mich allein. Ja, ich würde dich allein lassen. Du hast mich hier reingezerrt. Also von daher... Okay. Was zum Teufel ist das? Okay, ganz ruhig bleiben. Wir gehen einfach weiter. Wir haben nichts gesehen. Da war gerade kein Slender, der nebenbei mal aussieht wie Darth Vader. Okay. Ach, scheiße. Meine Mutter hat mich davor gewarnt. Come to me. Ja, Zettel, wir kommen zu dir. Das war jetzt mittlerweile der 5. Zettel. Okay, 5 Zettel haben wir schon, weiter geht's. So, ne? Seht ihr, ganz praktisch, kann man gleich mal
Umweltsünden begehen, wenn man die Zettel wegwirft. Ganz praktisch, wenn man die wegwerfen kann. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wo wir hier überhaupt sind. Und wer hat uns verdammt nochmal hierher geholt? Naja, wenigstens haben wir eine Duel. Eine wunderschöne Duel, Taschenlampe. Können wir gleich zweifach leuchten. Und wunderbar, der sechste Zettel. Fuck you, ja, fuck you selber, Alter. Her mit den Zettel, genau. Und weiter geht's. Fuck you, schreibt der da drauf. Scheiße, komm, renn weg, renn. Ach, ich muss doch weg hier. Schneller, ich muss schneller rennen. Mensch, hätte ich im Sportunterricht mal ein bisschen mehr gemacht, dann würde mir das jetzt nicht passieren. Okay, er ist nicht hinter mir. Er ist nicht hinter mir. Er kommt nämlich nur, wenn ich dran glaube. Ja, den gibt's eigentlich gar nicht. Deswegen ist er nicht da. Scheiße, okay, er ist wirklich da. Er ist da, er ist da. Und ich muss ein bisschen schneller rennen, wenn ich das jetzt noch schaffen will. Ganz langsam. Uhu. Jemand zu Hause? Nee, scheint nicht so. Ich laufe einfach weiter. Ich mache genau denselben Fehler, den ich immer mache. Ich drehe mich um. Bloß diesmal geht es um mein Leben. Also von daher muss ich aufpassen. Was ich wann mit wem tue. Au. Ah. Dieses Rauschen geht auch nicht mehr aus meinem Kopf raus. Das ist krank. Ganz ruhig, okay. Okay. Hier findet er mich nicht. Ist er weg? Okay, ich schau mal, ob er weg ist. Okay. Die Luft scheint irgendwie rein zu sein. Egal, wo er war, der Slenderman ist jetzt verdammt nochmal weg! Nein, das mit dem Weg sieht dann doch ein bisschen anders aus. Oh, ich scheiß mich. Nein, ich hab mich, glaube ich, schon eingeschissen. Fuck. Wie viele Seiten haben wir jetzt überhaupt? Wie viele Seiten habe ich jetzt schon weggeschmissen? Wüsste ich zu gern. So, Baum. Nee, wartet mal. Hier hatte ich doch schon dran geschaut. Okay, wir gehen einfach weiter. Schritt für Schritt. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass hier andere Menschen mit dabei sind. Aber warum helfen die mir verdammt nochmal nicht? Hallo, wenn ihr wirklich andere Menschen sind, helft mir. Lasst mich nicht sterben. Ich habe keinen Bock drauf. Ich war noch nicht einmal auf dem Videoday, also von daher bitte... Lasst mich leben! Boah, scheiße! Was soll denn das? Okay, der ist im echten Leben noch viel kranker als eigentlich. Es ist eigentlich nur eine Puppe, also warum habe ich so viel Angst? Don't look or it take you. Sieh nicht hin oder es holt dich. Ja, scheiß drauf, gib den Zettel her. Noch ein Zettel, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Okay, den haben wir also auch schon weggeschmissen. Und weiter geht's. Ich hab mich jetzt nicht beeinflussen lassen vom Slender, nein. Oh nein, ich lass mich nicht beeinflussen. Du machst mir keine Angst. Überhaupt nicht, nein. Warum denn auch? Mittlerweile kommt mir das eher so vor wie Darth Slenderman oder so. Ich meine, hallo? Bin ich der Einzige, der die Darth Vader-Maske auf seinen Kopf bemerkt? Ganz ruhig. Seht ihr, ich kann auch atmen, wie im Spiel. So, mal schauen. Mal schauen. Okay, wo ist jetzt die letzte Seite? Die muss doch hier irgendwo rumlauern. Wir gehen da einfach mal... Ja, hier war ich ja jetzt schon. Da war ich auch schon. Also von daher rennen wir einfach mal geradeaus. Denn geradeaus ist gut, weil der Slenderman hinter uns ist. So, geradeaus und hier muss doch irgendwo jetzt... Wie scheiße ist es? Ich kann nicht wirklich geradeaus gucken. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hahaha. Ha, ha. Spruch des Tages. Ist er weg? Ist er wieder weg? Jo, ne? Sieht so aus, der Slenderman hat sich... Der Slenderman hat sich wieder verpisst. Und ist keine Bedrohung mehr für uns.
Dann geht's mal gleich weiter. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Das ist der Nachteil in so einem Wald, man weiß nie, wo man eigentlich ist. Papa, ja, weißt du mal, wo man ist? Scheiße. Verdammt nochmal, ich bilde mir das nicht ein, da sind Menschen, warum helft ihr mir nicht? Ah, verdammte, so buggy ist das Spiel. Ja, soll ich mich erschrecken, ne? Ich nehme jetzt die achte Seite, das war's. Eigentlich. So Leute, das war's auch mit dem 100-Video-Special Slender Real Life. Ja, wie hat's euch denn gefallen? Das würde mich natürlich interessieren. Eine Meinung könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, das wisst ihr ja. Und ich kann sagen, ich bin froh. Ich hoffe, das gefällt euch als 100-Video-Spezial. Wie gesagt, hatte mir das eine Woche vorher ausgedacht. Und ich muss sagen, erstmal danke an alle, die da mitgemacht haben. Waren insgesamt 3 Personen, die mitgemacht haben. Wir brauchten noch einen, der die zweite, dritte, vierte Taschenlampe hält. Weil es dann wieder zu dunkel war, dann brauchten wir noch dies und das. Und dann sah es erst so aus, als ob wir gar nicht filmen können, da es dann einfach zu dunkel war. Dann ging es mit der Absprache los. Wir mussten das erst alles absprechen, wann soll was wo passieren, wann soll der hinterm Baum stehen. Also das war ziemlich kompliziert und schwierig und daher an die 3 Leute, die mich gemacht haben, nochmal vielen Dank. Ich verlinke auch die 3 YouTube-Channels. Darunter ist auch unter anderem Mr. Gamerkeks, der leider gerade keine Let's Plays machen kann. Hat mir da aber mitgeholfen. Mr. Gamerkeks aus dem Played Force Netzwerk. Und ja, ein guter Freund auf jeden Fall. Hat mir da auch mitgeholfen. Und auf jeden Fall, es war krass. Wenn ihr mehr sowas von so einem Zeug wollt. Ich saß, ich weiß nicht, den ganzen Tag dran, da diesen ganzen Scheiß rein zu machen und zu schneiden und zu bla und zu blub. Also es war nicht von schlechten Eltern, diese ganze Aktion. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch mein Channel gefällt, ihr wisst sowieso, was ihr zu tun habt. Und ich sag ciao, euer Krangus.